Servus, liebe Freunde, wir sind es nochmal vom BigCityTV. Wir sind in der Nachspielzeit von der Pressekonferenz für das kommende Derby TSV Emmering 2 gegen Asling 2. Und bei mir sitzt noch der Manu, der Pressesprecher und dritter Vorstand des TSV Emmering. Er hat noch ein paar Fragen, die ich ihm natürlich gerne beantworten möchte, und ich gebe jetzt mal das Mikro ab. Ja, Felix, danke. Ich möchte dich auch hier begrüßen, natürlich in unsere heiligen Hallen des TSV Emmering. Als erstes habe ich jetzt einfach mal die Frage, was denkst du, wie wird es am Sonntag ausgehen? Ja, gute Frage. Als Pressesprecher, ich habe natürlich schon meinen Vorbericht an die Zeitung abgeschickt, der wird morgen in der Zeitung erscheinen. Ich denke ganz, das wird ein knappes Ding, und ich glaube, der TSV Emmering wird gewinnen, weil er einfach eine spielstarke Mannschaft beieinander hat. Und die Spielpause tut uns nicht gut, glaube ich. Co-Trainer Birdy sieht es ja anders. Er sagt, die tut uns gut. Ich glaube, das wird eher ein Sieg für den TSV Emmering. Okay, das höre ich natürlich gerne als Pressesprecher. Wie auch gesagt, bin ich fast gleicher Meinung wie du. Eine Pause tut nie gut. Wir haben sie Gott sei Dank erst nächste Woche. Wir sind noch voll im Saft, wie man bei uns so schön sagt. Jetzt noch ganz was anderes. Wir haben ja eine kleine Aktion laufen. Und wir haben ja auch eine Spielgemeinschaft mit Ostermünchen, Asling und Emmering. Und deshalb wollte ich euch mal die Aktion Rollrasen vorstellen. Weil auch ihr seid ja bei uns am Trainingsplatz. Und ich biete euch an, dass ihr bei uns die Mittellinie sozusagen kaufen könnt. Dass wir hier einen besseren Platz, natürlich im Sinne der Jugend, was für alle beide ja ganz wichtig ist, mitmachen können. Jetzt müssen wir schneiden. Sorry, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Das ist die Nummer, das ist schon mal. Das passt. Wer willst du? Junge. Entschuldigung. Also das war der Trainer von der zweiten, holt sie jetzt nächstes Jahr mit. Alles gut? Der ist mit drauf. Also Aktion, waren wir stehen geblieben, genau. Rasen. Was habt ihr da? Genau. Also Aktion Rollrasen, was ja natürlich für unsere Jugend ja auch zugute kommt. Ich glaube, wir haben alle das gleiche Problem. Jugend ist immens wichtig. Wir haben jetzt nicht so viele 18-jährige Spieler, die überall rauskommen. Und deswegen müssen wir unsere Jugend ein bisschen pushen. Und deswegen bitte ich euch an, dass ihr bei uns euch beteiligen könnt, einen Rollrasen zu kaufen. Über den Preis, glaube ich, werden wir uns einig. Den kennt jeder, den werdet ihr auch noch erfahren. Ist wirklich ganz human. Und deshalb frage ich dich jetzt, seid ihr dabei vom TSV Asling oder nicht? Das ist natürlich eine tolle Aktion. Der TSV Emmering plant einen neuen Rasen. Auch in Asling gibt es das Problem, die Trainingsproblematik, die Rasenplätze sind schnell hinüber. Das Angebot steht, sage ich als BigCityTV, als Kassier des TSV Asling. Natürlich nehmen wir an, Handschlag drauf, Mittellinie gehört dem TSV Asling, Trainingsplatz des TSV Emmering. Ich glaube, es sind noch ein paar paar Plätze des Platzes sind noch frei, können noch erworben werden. Wir werden euch einblenden, an wen ihr euch wenden könnt, um noch ein paar Parzellen zu erwerben. BigCityTV gehört die Mittellinie, das ist gesetzt. Aber jetzt habe ich natürlich noch eine andere Frage, eine Gegenfrage. Manuel, wie geht das Spiel aus deiner Sicht aus am Wochenende? Also, ich möchte natürlich jetzt nicht hochzugreifen, aber ich denke, dass wir natürlich die Heimmacht sind und auch momentan einen sehr breiten Kader haben, was uns alle zugute kommt, also vor allen Dingen der zweiten Mannschaft, dass die erste sozusagen einen Riesenkader hat. Und ich denke, da werden wir die Oberhand behalten, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ich hoffe einfach, dass es ein faires Match wird, sich keiner wehtut. Ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste, auch wenn so immer ein bisschen Reibereien sind, sage ich mal, zwischen uns zwei Vereine. Aber das Wichtigste ist, dass jeder danach hier herinsteht und ein, zwei, drei Bier miteinander trinken können und dann alles gut ist. Und ich möchte jetzt noch einfach im Namen des TSV Emmering noch einen schönen Wimpel übergeben für BigCityTV. Ich hoffe, ihr haltet ihn in Ehren. Auf jeden Fall, das machen wir. Vielen Dank, Manuel. Diesen Wimpel, den werden wir uns ganz besonders in den Rahmen setzen und irgendwo aufhängen und aufbewahren. Also nochmal die Erinnerung, der TSV Emmering benötigt einen neuen Trainingsplatz mit einem Rollrasen.
Es sind noch genügend Parzellen frei. Kauft euch ein paar Parzellen. Der BigCityTV-Sender hat sich schon mal die komplette Mittellinie gesichert. Über den Preis wird noch verhandelt. Es wird entsprechend mit Bier aufgerechnet, ist klar. Und tolle Aktion. Viele Spieler des TSV Asling und des TSV Emmering in der Jugend spielen auf diesem Platz. Also schlag zu, der Quadratmeterpreis ist nicht zu teuer. Also vielen Dank, das war die dritte Halbzeit und wir sehen uns am Sonntag. Servus.